Herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten die Navoka. Hallo. Die irgendwie Speedy Gonzales ist. Wanda. Hallo. Und der Enno. Hallo. Und können wir mal bitte dieses neue Fluggefährt kurz betrachten? Mhm. Ja, da fehlt der Arsch. Alles klar. Los gehen wir. Ich habe vor, was zu töten. Was ist unsere Mission? Also, wir müssen jetzt den Typen, den Sänger, meine ich war's, schnappen. Ja, das ist nicht so schwer. Der hier einen Unfall gebaut hat und hinterm Busch sitzt und sich versteckt. Okay. Das könnte man hinkriegen. Ja, ich denke auch. Soweit ich sehen kann. Nehmen wir doch mal seinen Wagen. Okay, dann komme ich auch. Hast du gehört? Er will uns in den offenen Hals scheißen. Arschlein, Leute. Ah. Kann er ja mal machen. Hat er zu viel Duke Nukem gespielt? Damn, good. Whip off your head and shit down your throat. Waren da noch gute Zeiten. Okay, geradeaus runter. Nicht nach links, sondern weiter geradeaus. Los. Okay. Oh Mann, ist das regnerisch. Sehr lange folgt. Das heißt, ich verstehe das richtig, dass wir jetzt auf ein Konzert müssen von diesem El Chico. Wir nehmen den einfach mit. Ja, also das ist der Sänger für das Konzert und wir haben jetzt einfach mal mitgehen lassen. Also es wird kein Konzert geben. Okay. Also so, selbst wenn wir ihn nur zum Konzert fahren, der Forst hier unseres Chorus wird doch so, dass er nichts mehr auflegen kann. Mhm. Was es ihm kann. Er wird so ein Schädel-Hirntrauma haben, dass er alles vergisst. Ich frage mich sowieso, lebt der Kerl noch? Normalerweise reden wir auch immer wie ein Wasserfall, wenn es reinkommt. Ja, ich glaube, da hinten ist nicht so gemütlich. Am Ende der Straße nach links abbiegen. Ich höre so ein bisschen spanisches Geschrei manchmal im Hintergrund, aber... Ja, das kommt aber nicht von dem da. Sondern? Also ich höre nichts. Ich höre auch nichts. Ah, ihr hört nur nicht hin. Ja, ja, das war guck mal, das sind Freunde an der Straße. Da vorne nach links. Genau, und jetzt ist das eine wunderschöne Straße, die ganze Zeit eine Rechtskurve. Oh Gott. Nur noch folgen. Und durch schöne Bäume. Ja. Was sind das für eine Freundesgruppe da hinten? Achso. Freunde. Wisst ihr, es ist Gewitter. Wir sind ein metallenes Objekt auf einer offenen Fläche. Eigentlich ist das nicht so gut. Stopp! Wann war schon mal was vom Faradayischen Käfig gehört? Ja, aber hast du auch schon mal was davon gehört, dass unsere Scheiben kaputt sind? Egal, solange du keine Hand raushältst, also noch eine Fresse, ist das dem Wetter egal. Der Blitz wird am Außenbereich am Karosserie abgeleitet. Bei beschädigten Fenstern wäre ich mir da nicht mehr so sicher. Ich glaube, das Auto ist sogar das sicherste, was man haben kann. Hier rein mit ihm. Gut. Hola, Caballero. Freut mich, Sie zu sehen. Wollen Sie einen Drink? Bin ich verhaftet? Huerca, ich habe nämlich kein Gesetz gebrochen. Oser. Ich bin Musiker und singe Fiesta-Lieder, welche das Leben der mexikanischen Arbeiterklasse retten. Ja, hab davon gehört. 2 Jahre Zeit dafür. Und trotzdem ist es wahr.
Ich liebe das Video für La Plebe an der Alterada. Und der El Paso Remix ist verdammt heißer Scheiß. No mames. Sie sind Fan? Welcher Song ist der Liebste? Ich singe für Sie, en serio. Aber lassen Sie mich bitte gehen, ja? Abusamos de la Medicina ist möglicherweise mein Favorit. Aber Buchones Heridos, wo dieser Narko auf der Straße abgeknallt wird, den spielen wir auf ihrer Beerdigung. Der ist toll, oder? Verdade, was sagten Sie? Ich weiß, Sie sind kein Killer wie die anderen Wichser. Kein Sicario. War er böse? Nein, er ist ein Engel. Hat kein schlimmes Wort über mich verloren. Sie sind nur ein Musiker und singen diese Lieder über die ehrliche mexikanische Arbeiterklasse. Das Kartell hat sie gezwungen. Sie wollen doch gar nicht hier sein. Das stimmt, gezwungen. Ich will nicht mal hier sein. Bolivia. Ich schütze sie. Ich kann ihre wunderschöne Stimme aus sämtlichen CIA-Gefängnissen raushalten und alle Kartelle fernhalten. Ich kann sogar ihr Auto zurückholen. Aber sie müssen singen. Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen. Jedes Detail über Santa Blanca. Holen Sie einen Stift. Und jede Menge Papier. Komplizierte Bedienungsanleitung. Damit ist jetzt Schluss. Kann ich helfen? Wir helfen Ihnen, Ihre Geräte ins WLAN zu bringen. Mit Expertenberatung für alle Geräte, egal wo gekauft. Jetzt inklusive bei 1&1 DSL für endloses Surfen und Telefonieren. Heute bestellt, morgen da 1&1.de. Entdecke jetzt die Nummer 1 Haarkoloration. Oh, da haben Sie mich zu einer sehr glücklichen Lady gemacht. Ihre gute Laune ist ein bisschen beängstigend. Die Musik hört nicht auf, nur weil wir El Chido und sein Auto haben. Die Musik nicht. Aber El Chido ist ein Santa Blanca Leutnant verfolgen, der hier ein Autogramm von ihm wollte. Sobald sich rumspricht, dass er ein Verräter ist, und das wird es, sind seine Glaubwürdigkeit und die von Santa Blanca hin. Das ist ein historischer Moment für die Corrido-Musik. Ich bin perfekt stolz auf Sie. Wir könnten die ersten Einsatzkräfte sein, die seit Ballad of the Green Berets Musikgeschichte schreiben. Solange Sie jetzt nicht anfangen zu singen? Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Ich würde sagen, wir nehmen uns das nächste Gebiet vor. Hier haben wir alles erledigt. Mhm. Da hätten wir dann noch... Lass mich nicht lügen... Ihrem System steht nur noch ein freier Arbeitsspeicher zu. Gut. Okay. Wir haben nur noch zwei Gebiete erstmal. Entweder von, wir sind jetzt relativ im Süden und wir fahren ganz nach Norden oder wir fahren Richtung Westen. Sucht euch aus. Seid ihr ohne mich gefahren? Negativ. Nein. Ist jetzt noch im Auto. Okay. Warte. Ich jogge euch mal hinterher. Hä, seid ihr nicht hier lang? Wir nee, ihr seid nach hinten. Hä? Lieber steht. Na, na, wo kommt gerade? Da seid ihr. Hey! Aha. Okay. Hier ist Sackgasse. Ich weiß nicht, warum du in die Richtung willst. Ja, hier ist doch ein Weg. Ich habe Angst, wenn du. Oh, über... Gottes Willen. Der ist genau hier zu Ende. Da geht's runter zu den Sushi, wenn du dahin möchtest. Oh. Wir könnten Helikopter brauchen, würde ich sagen. Ja. Das wäre halt Inca Camina, Barbacheos, oder wie man es ausspricht, Villa Verde, Espirito Santo oder San Mateo. Oder Tabacal. Aber ja, erstmal Tabacal. Oder wie ist die Schwierigkeit bei Inca Camina? Wenn er mich den Namen gesagt. Also, wir haben halt noch La Cruz, da ist noch einer. Ein Einsatz. Ich fahre einfach jetzt irgendwo hin schon mal. Ja. Ja, den machen wir dann. Der ist am dichtesten dran. Dann stelle ich das Navi mal ein. Jo.
Einfach dem Straßenverlauf folgen. Das kriegen wir hin. Was, oder? Das war systemseitig. Eine Krümmung im Raum Zeitkontinuum. Ja. So kann man es auch machen. Oh, guck mal, Leute, die über die Straße laufen. Da vorne nach rechts abbiegen. Mhm. Das ist eine fiese Kurve. Hier ist kein rechts. Ach, da. Mach mal die Augen auf oder putz die Brille. Oder wasch dir mal die Füße. Ah ne, das hilft ja nur, wenn man die hört, hat die Füße, wenn man da drin rutscht. Wobei, bei dir dürfte das Dreck die Augen auch schon verdecken. Ach, das links. Ja, da. Wenn wir da ankommen, ist das Auto total schon. Nein. Das ist doch jetzt schon. Das Ding hat keinen Wiederverkaufswert. Hat sowieso nicht, ist ein Diesel. Navcom AI, bitte. Achso, Entschuldigung, nach links. Ach, das TomTom war abgestürzt. Ich glaub auch. Gute Findung, aber gerade ein bisschen schwer. Warum willst du immer die Leute auf uns aufmerksam machen? Will ich gar nicht. Also. Santa Elena. Hier in der Stadt, ungefähr in der Mitte, also jetzt nach links. Ich weiß, das war zu spät, aber du kannst die nächsten nach links. und ab hier sollten wir super vorsichtig sein, weil am Ende dieser Straße befindet sich das Haus eines Bloggers. Und der will unser liebes Kartell immer als Helden dastehen lassen und wir wollen ihn ausquetschen, bevor er vielleicht doch getötet wird, weil er Kacke labert. Okay. Dann Weisung. Drohne fliegt. Na, schau mal eben. Soweit ich sehen kann, ist wirklich niemand hier. Merkwürdig. Ist ja geradezu. Ja, gut, es ist ein Blogger, ne? Der ist. Ja, natürlich. Aber. Wissen, Personenschutz könnte man doch erwarten vom Kartell. Ja, wobei die ihn vielleicht ja auch umbringen wollen, man weiß es ja nicht. Hinten uns jetzt an der Straße. Oha, das, was ich durchs Fenster sehe, sieht schon mal gar nicht gut aus. Wir sollten da schnell rein. Okay. Welches Gebäude? Am Ende der Straße. Diese gepflasterte, wo wir reingefahren sind. Das ist so ein rötliches Dach. Ja, genau, das mit dem rötlichen Dach. Okay, genau, bin drin. Das. Ja. Ich habe keine Feinde gesehen. Oh Gott. Oh. Vielleicht ist was auf der Kamera drauf. Möglich. Okay. Sehr appetitlich. Soll ich nehmen mal eine Obduktion vor? Bestätigen. Ja. Diese verdammten Welten. Seine Daten sollten hier irgendwo sein. Daten. Ich habe hier ein Buch an den PC. Können wir den Computer. Felice ist tot und die Festplatte weg. Der Mörder hat eine ziemliche Schweinerei hinterlassen. Woher wissen Sie das? Der Schwachkopf hat gerade ein Selfie von sich am Tatort getwittert. Er hat das Foto geokodiert. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sehen Sie zu, dass Sie Felices Festplatte retten, bevor sie zerstört wird. Unterwegs. Ich weiß ja nicht, aber Bowman hätte schon sagen können, dass sie das Selfie gesehen hat mit der Leiche, oder? Das war vielleicht bevor wir da reingelaufen sind. Also mich stört es ja nicht, weil ich sehe sowas tagtäglich, wenn ich durch mein Zielfernrohr gucke, aber trotzdem. Wollen wir den Wagen links hier nehmen? Ja, der sieht doch top aus. Der Welle hat uns den extra hier hingestellt. Modern und neu aus. Mann. Ich fahre. Sorry. Okay, die Straße wieder runterfahren. Da ist Auto knurrt, erst mit Fenster weg.
hier jetzt nach rechts. Ja, und wieder kein wieder verkaufswert. Ach ja. Eigentlich könnte unser Sani auch auf dem Schrottplatz anfangen. Ja, so habe ich meine Klinik früher auch genannt. Ja. Oh. Der Typ bewegt sich mit dem Auto anscheinend fort. Ja, auch gar nicht. Schrottplatz. Kommt uns entgegen. Weiter geradeaus. Achso, okay, das wird geradeaus sein. Da vorne nach links. Genau. Jungs, es ist etwas zu früh für Silvester. Ach. Oder zu spät, kann man eben überwinden. Auf dieser Straße bleiben. Wobei die werden ihre Sondergenehmigung schon haben. Weißt du, das Kartell verteilt Sondergenehmigung? Ja, ganz sicher. Da vorne an der Weggabelung bleiben wir stehen. Wir kommen auf uns zu. Na dann, Gewehr raus. Der müsste hier von dem Waldweg auskommen. Kann das der Pickup noch vorne sein? Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Ja. Killer gesichtet. Wir brauchen die Platte. Lasst ihn am Leben. Ich hab EMP benutzt. Okay, dann... Zeig ich ihn mal raus, ne? Okay, ich glaub ihn. Ruhig, Kamine. Ich befrage ihn mal. Okay. Erwischt, du Dreckskerl. Wovon redest du denn da? Ich hab doch nichts getan. Bis auf das Selfie mit dem Opfer, du Idiot. Hast du gesehen? Das ist mal echt krass, oder? Das findest du krass? Na, dann warte mal ab. Tipp, ein Drahtbügel und jede Menge Strom sind mit von der Partie. Chingado, Mann. Was willst du? Ramon Feliz Festplatte. Los. Die Kacke? Mann, die habe ich schon bei diesen Hacker-Nerds abgeladen. Nicht weit von hier. Holen wir uns die Platte, bevor Santa Blanca sie löscht. Okay. Das war EMP, ne? Okay. Muss wohl ein altes Fahrzeug sein. Da, wo du hinguckst, ist schon gut. Links. Straße voll. Ganz schönes Hin und Her. Also diese Leute sind echt ein bisschen komisch hier in dieser Gegend. Mhm. Oh, wir haben hier noch ein bisschen Aquaplaning. Oh. Schon wieder. Feuerwerk. Links. Ich hab nur dich getroffen. Links, genau. Böse Kurve. Oh, Zeitkontinuum. Ja, auch schön links halten. Und hier vorne auf der rechten Seite müssen gleich ein paar Häuser sein. Da ist das schon, wo wir hinwollen. Hm. Das früher anhalten. Da, die Festplatte laut geht. Das hat ja. Starkes Traumzeitkontinuum. Irgendwas geschieht hier. Schnell raus aus dem Wagen. Direkt vor uns ist jemand. Tätige zwei wachende Ziele. Tango ist tot. Ich sehe eins auf der Straße. Okay. Ein weiterer in dem Gebäude. Er wird das gemerkt haben. Ja, der flucht schon. Der ist nervös. Er steht hinterm Haus, guckt immer wieder durch die Tür, durchs Fenster. Und er ruft Verstärkung. Immer. Da kommen welche aus dem Lager raus. Wo sind hier der Lagereingang? Da wo die zwei gerade lang marschiert, aber da fährt auch ein Auto runter. Das weiße Auto ist. Da flüchtet jemand. Ist aber für uns nicht relevant, der geflohen ist. Ist nur ein Leutnant gewesen. Ich hab die einzelne. Einer schleicht hier zwischen den Felsen rum. Aua. Oh. Kann ich Kontakt zu denen bei den Felsen? Ein Auto, ja. Hinter uns.
verdammte Scheiße! Ich höre einen Alarm. Prima. Jetzt geht das Alarmsignal eigentlich schon wieder los. Hat jemand unseren Commander gefunden? Negativ. Nein. Wenn man mir Feuerschutz gibt, könnte ich versuchen, ihn wieder zu beleben mit der Medizindrohne. Drohne ist oben. Wo genau? Ja, das suche ich noch. Hier vorne muss noch irgendwo Chunkus sein. Gerade entdeckt. Ja, Heli. Heli bei uns. Ja. Jetzt kann ich denn die Drohne nicht trotzdem nutzen. Mann. Wo könnte der dann sein, der Commander? Was hat sie sich. Weißt du, jemand eine grobe Position? Ich habe ja auch ein bisschen. Negativ. Oh, ich war wieder entdeckt. Ich hab's mal probiert. Du hast einen verdammt großen Radius mit dem Teil. Ja. Aber scheint nicht positiv gewesen zu sein. Hat zuletzt die Gegner bei den Felsen gemeldet, das heißt. Hinter dir. Am Auto. Ah, ich hab sie, hier am Gras. Okay, Moment. Da! Oh, danke. Wolltest bitte. Du mich verbluten lassen? Mein Gott, da liegt sie schon wieder im Bogengras schlafen. Unfassbar. So, ich versteck mich hinter dem Backsteinhäuschen, wo ihr gerade wart. Also ich habe den Alarm von dem Stützpunkt hier rechts nämlich jetzt mal ausgeschaltet. Okay. Wie ist denn jetzt die weitere Vorgehensweise? Ich weiß nicht, ob wir noch gesucht werden. Das kam noch kein Funkspruch also, durch, also. Wir müssen die Daten noch bergen hier aus dem Lager. Ich schätze mal bei dem Gebäude, wo der Heli draufgefallen ist. Da ist noch einer. Da drüben. An dieser Luftabwehr-Dings befinden sich noch zwei Feinde. Haben wir? Ja. Wenn sich keine der Turm ist nicht besetzt. Okay, das würde ich sagen, Eis und 2. Okay. Oder was mein Kommando? Ja, ihr könnt zu denen hingehen und die ausschalten. Es befinden sich keine weiteren Ziele im Lager. Ja, jetzt ist ausgeschalten. War es ausgeschalten. Tango am Boden. Okay, das Lager müsste somit sicher sein. Ich meine, jetzt sind die rauf. Es ist schön, dass die vom Kartell uns immer schön die Munition hier hinlegen. Oh, Stromgenerator. So, das Gebäude mit dem Helikopter. Da ich sehe da einen. Okay, ich komm hinterher. PC, ich glaube, da ist auch eine Festplatte drin. Oh, hier ist, glaube ich, ein Konvoi. Ja, ich stehe unter Beschuss. Oh, ich komme. War nicht schlimm. Nicht schlimm. Bowman, wir haben die Festplatte. Oder sind sie sind stehen geblieben? Positiv. Wir haben sie angeschlossen und laden ihnen die Daten gerade hoch. Sehr gut. Finis Blog zufolge entführt Santa Blanca bolivianische Kinder und schickt sie als Sklaven nach Brasilien, Argentinien und Mexiko. Der Konvoi ist angehalten. Wir könnten die Vorräte holen. Ja. Niemand sympathisiert mit das Kinder machen wir auch. Hab ein komisches, also komisches was? Ich hänge in einer Animationsschleife drin. Beim Versorgungskonvoi hängt noch ein Gegner, oder? Können Reaper und du euch Deckung geben, wenn ihr da hingeht zu dem Nahrungsding? Hab den ungefähr hoch, ich sehe ja noch mehr. Negativ, da ist, steht noch. Könnte mal jemand den Freitod schenken? Das hättest du wohl so. Okay, aber fliegt. Oh mein Gott. Geht's dir? Jetzt. Ja. Danke. Das war knapp. So, also. Besser? Ja, ich hinge in der Schleife des Hackens vom Laptop. Oh Gott. Ich versuch mal mein Glück. Wie sieht's mit Reaper aus? Bin unterwegs. Wenn hier keine weiteren Gegner sind, dürfte er. Wo liegt der denn? Ja, ich hab ihn beim Konvoi. Danke. Bitte.
Dann markieren wir das gute Stück mal. Na, ich wollte eigentlich eine Markierung. Nennen wir den Rebellen den Standort. Sie können das Zeug später abholen. Irgendjemand sieht uns? Ja. Negativ, nicht von der Straße. Nee, ich weiß auch nicht von. Ach, hier unten. Hab ihn. Anscheinend hat einer im Lager geschlafen und ist jetzt aufgewacht. Jetzt erst. Anscheinend. Der muss ja schön schlafen. Es gibt schlafen Menschen, können. Die stehen jetzt um 17 Uhr auf. Oder? Mhm, wir kennen da einen. Ah ne, wir kennen einen, der geht um 17 Uhr ins Bett und steht nachts auf. Ja, das stimmt wohl. Na nee, okay, wir haben die Daten, die wir brauchten. Und wo geht's jetzt hin? Nun, ich würde sagen Richtung Norden. Das heißt, wir sollten uns vielleicht einen Helikopter organisieren, weil das echt ein weiter Weg ist. Wird sonst schwierig. Also erstmal fahren wir mit dem Auto. Mhm. Wir stochen gutes Fahrzeug. Okay, wir haben hinter uns auf dem Berg hätten wir einen Helikopter und einen Orden. Das wäre vielleicht ganz interessant für uns. Also rechts. Ja. Da, wo du hinguckst. Und jetzt ist rechts von uns der Berg. Und dort oben drauf befindet sich ein Helikopter. Und eine Mission, die nicht allzu wichtig ist. Jetzt. Ich weiß nicht, schaffst du rechts hoch? Oh Gott, ich sehe Wasser. Ich denke, wir gehen zu Fuß. Ja, ich glaube auch. Was sind wir denn jetzt? Hoch zu dieser Funkstation müssen wir. Alles gut, Manu? Ja, ich glaube schon. Okay. Meine Zeitlinie verschiebt sich von eurer, glaube ich. Das habe ich auch das Gefühl. Aber zum Glück sind unsere Speicherkarten ja eigentlich auch schon voll. Ja, wir kommen noch oben auf den Berg an und dann sammeln wir uns dort. Ich bin nämlich bei der Satellitenschüssel. Okay, dann sammeln wir uns unterhalb. Hier ist auch der Heli. Guti. Weil wenn wir noch den Fähigkeitspunkt wollen, dann liegt ein Gebäude vor uns. Wie voll sind denn die Speicherkarten? Ah, noch so gerade. Ja, ein bisschen was geht noch. Okay. Aber die Frage kommt jetzt so einfach rein. Ich glaube, in das Gebäude müssen wir uns reinsprengen. Da, der Sprengmeister hat die richtige Aufgaube. Genau. Okay. Dann mach mal auf das Ding. Stehen alle an einer Tür? Alle. Dann bitte ein Countdown. 3, 2, 1. FBI, open up! Fast. So viel dazu. Jetzt müssen wir erstmal mit Gegner hier rein. Ich hab 3 Gegner oben erledigt. Ich seh den Server. Ziemlich effektvoll erledigt. Okay, kannst dran. Irgendwo ist noch einer. Super. Die Störung. Okay, ich glaube, wir haben's. Super. Die Störung der Kartellkommunikation. Ich hör noch jemanden. Leichter für die hier hinten gibt's noch eine Treppe nach oben. Okay, dann sind sie über uns. Bin bei Reaper. Bin tot. Ja. Hier? Ja, von wegen, hier war noch einer. Oh, hier. Hier zum Einsammeln. Okay. Okay, dann können Lieber wir runter zum... Revolution hat ja bei Rico Rodriguez abgekupfert. Ja, doch kalt, by the way. Und ziemlich brutal mit seiner kleinen Einmann-Killer-Armee da. Ja, der hat aber auch ein bisschen Technik, die wir nicht zur Verfügung stehen haben. Ah. Diese Sonderagenten halt.
Wobei ich mit meiner Technik auch ziemlich zufrieden bin. So ist es nicht. Oh, ich habe mich auch nicht zu beschweren, aber...